Das seit Monaten laufende Verfahren gegen die NSU-Terrororganisation neigt sich dem Ende zu. Der am Donnerstag veröffentlichte Abschlussbericht ist jedoch Anlass für viele neue Fragen. Ich nehme ja zunächst erstmal zur Kenntnis, dass in dem gesamten Verfahren eine ganze Menge von Dingen passieren, die mich als Staatsbürger irritieren. Insbesondere schon, das fing schon damit an, dass man also die türkischen Medien nicht zugelassen hat oder beziehungsweise nicht von selbst drauf gekommen ist und erst sozusagen über ein Verfahren hier eine gewisse Fairness und Transparenz herstellen musste. Das finde ich problematisch. Aber dass im Verfahren natürlich einzelne fragwürdige Sachverhalte zutage treten, das ist natürlich jetzt Sache des Gerichtes, das auszuwerten und gründlich sozusagen zu recherchieren. Im Zweifel bleibt ja immer die Möglichkeit, einen weiteren Rechtsweg einzuschreiten. Und ich verlasse mich da auf unseren Rechtsstaat, dass wir im Ergebnis zu einem tragfähigen Ergebnis kommen werden. Wieso hat man so ein komisches Gefühl von einem Schirm, so ein geheimnisvoller Schirm, was da über irgendwie gespannt wird. Und das sehen wir jetzt auch mit der NSA und was gerade in England los ist, mit den Journalisten, die auch erpresst werden und so weiter, dass die auch diese anderen Leute, die diese geheime Information ausgegeben haben, was eigentlich nur gezeigt hat, dass was Falsches getan wurde, sprich Snowden oder Bradley Manning und so weiter, dass all diese Leute dann dementsprechend danach ins Knast landen. Und das kann gar nicht sein. Und also der NSU-Verfahren in Deutschland ist so in dem Sinne passt ganz gut in der Zeit und muss dann auch dementsprechend auch geforscht werden, was da wirklich passiert ist, bevor es solches... Ja, vor allem ist mir aufgefallen, dass vor allem die Verhandlungen sehr fast schon unprofessionell geführt wurden. Also es kam einem zumindest so vor und dass an die Bedeutsamkeit halt vielleicht nicht so unbedingt gedacht wurde. Also vermissen Sie die nötige Transparenz im Rechtssystem bezüglich dieser Themen, was Terror angeht? Die Transparenz und auch die Professionalität bei den Verfahren oft fehlte mir da. Vor allen Dingen auch, wie vorher damit umgegangen wurde. Ich meine, 7 Jahre lang und es wurde nicht viel in der Zeit getan dagegen. Und jetzt kommt dann, wie er gesagt hat, dieses unprofessionelle Verhalten damit. Dann fühlt man sich nicht wirklich gut. Der Fakt ist ganz einfach, dass es ein politisches Versagen ist, auf der ganzen Linie. Die Politik hat versagt, die klären nicht auf, die tuschen rum, wie sie es immer machen. Und es ist eigentlich traurig, dass da wirklich nichts bei rumkommt. Also es wird nichts geklärt und das ist eigentlich traurig. Also fühlen Sie sich gerade von dem Rechtssystem in den Stich gelassen? Würden Sie jetzt sagen, wenn es jetzt auf... Nicht gerade. Immer. In der Hinsicht fühlt man sich immer im Stich gelassen. Vom Rechtsstaat. Meine Meinung.